Liebe Freunde meiner Vorträge, heute habe ich einen Vortrag vorbereitet und zwar geht es um die Furien, die bald losgelassen werden über der Menschheit. Der Titel ist Furien zerstören bald die Menschheit. Das Wesenhafte der Elemente besitzt ein lebendiges Leben für ihre Entwicklung in der Schöpfung. Sie sind dem großen wesenhaften Reich zugeordnet, dem der Hüter Merkur vorsteht. Sie machen die Natur lebendig durch ihr Wirken, sind darin also die Arbeiter Gottes. Nicht so die Furien. Sie kennen nur Zerstörung. Furien kommen alleine aus dem Wollen der Menschen, aus dessen Willen, also durch die Menschen selbst. Durch die düsteren Gedankenkraft des Menschen erhalten diese Formen der unterschiedlichen Arten klein und groß. Furien sind den Dämonen zugeordnet. Sie entstanden durch die Angst der Menschen, nahmen grässliche Form an und hängen sich der Gleichart der Menschen an, also den ängstlichen, schwachen Menschen. Die Furien sind verderbenbringend, wo sie auftauchen und sich festhacken können. Sie drängen die so gepeitschten Menschen in die Irre, verwirren, machen die Menschen irrsinnig, bis sie zugrunde gehen, vor diesen grässlichen Gestalten sich etwas antun. Sogar sterben können die Menschen daran, wenn sie schwach und ängstlich sind, ihnen gegenüber. Die Furien sind wie die Dämonen, haben kein eigenes Leben in sich. Sie werden nur genährt von den düsteren Gedanken der Menschen. Fratzengleich huschen sie über die Menschen hinweg. Die voller Angst sie hereinlassen, sind nur auf Verstörung aus. Die Furien zerstören also. Sie werden dann losgelassen zum Ende des Gerichtes, vor dem diese Menschheit schon steht. Grauenhaft wird es nur für die, welche in der Angst stehen und sich nicht erwehren können. Für sie ist es dann zu spät. Sie werden vertilgt. Ein Prozess, der sein muss, denn es sollen nur noch starke Menschen auf der neuen Erde sein, aufbauend und edel soll das neue Menschentum sein. Der Mensch, der aber stark steht im Licht Gottes, dem werden diese dämonischen Furien nichts anhaben können, keinen Schaden anrichten können. Sie kommen nur an die Grenze, gehen auch, lassen ab, sobald ihnen der starke, mutvolle Wille des Menschen ihnen zur Abwehr gebietet. Ein im Licht zugewandter Mensch hat in den Stunden, wo die Furien losgelassen sind, nichts zu befürchten. Auch kommt beim Anblick des Dämonischen die Angst hoch, können die Furien bei ihm einhacken. Also seid auf der Hut, seid wachsam, lasst die Furien nicht bei euch einhacken, seid ohne Angst. Sie kommen an die Fenster, kreischen, schreien, deshalb verdeckt die Fenster ganz ab mit schwarzer Folie. Auch können leidgeplagte, gejagte Menschen draußen an eure Fenster und Türe kommen, öffnet nicht. Lasst sie nicht herein, auch wenn es sogenannt gute Menschen einmal waren und ihr sie kennt, behütet, was ihr habt für euch. Schützt euch, habt kein Mitleid mit den Menschen, sonst öffnet ihr schon dem Dunkeln den Zugang und ihr seid verloren. Nehmt auch einen Ohrenschutz für die schlimmsten Laute von außen. Ist dringend zu empfehlen,
damit ihr die Schreie der Menschen nicht hört, die sich den Furien ergeben unter großen Schmerzen. Die Zeit, in der die Furien auf die Menschheit losgelassen werden, kann Stunden und Tage dauern. Es hängt von der Angst der Menschen ab, wie lange es dauert. Die Menschheit wird angegriffen. Es sind die, die sich als Gottesleugner und Feinde erwiesen haben. Sie haben nur noch die blanke Angst. Es sind verachtenswerte Geschöpfe, böswillig für weiteres Leben auf der Erde. Unwert, noch Mensch genannt zu werden, es sind die Lauen, die hinweggerafft werden, so wie schon Jesus Christus verkündete, wird bald geschehen. Deshalb seid wachsam, es ist sehr nahe, die Stunde aber weiß nur Gott selbst. Sehet auf die überirdischen Zeichen am Himmel. Wenn es losgeht, seid genügend vorbereitet. Auch dann sollt ihr euch vorbereiten, wenn ihr glaubt, himmlische Helfer stehen euch bereit. So ist doch die geistige Regsamkeit die erste Hilfe, damit ihr auch richtig reagiert, wenn das Dunkel naht. Die Furien, groß und klein, sind bald losgelassen. Geht ihnen so aus dem Weg. Verkleidet alle Fenster mit schwarzer Folie. Damit könnt ihr die erste Angstwelle eindämmen. Auch seht ihr dann die leidenden, gejagten Gesichter der Menschen nicht. Aber ihr hört sie. Sie müssen draußen bleiben. Für sie ist jede Rettung zu spät. Wie das dunkle Treiben auf der Erde nacheinander geschehen wird, in der Endphase des Gerichtes, weiß niemand. Auch weil immer Menschen sehen heute in den Ratschluss Gottes eingreifen will, aber nun ist ein Ende. Es geht auf den Punkt zu. Er ist gesetzt von Gott. Entweder ihr geht jetzt aufwärts zum Licht oder nehmt den anderen Weg in den schmerzhaften Trichter der Zersetzung. Verheerende Umwälzungen und Katastrophen folgen. Bürgerkriege in Europa, Hungersnot, Leid kommen über diese Menschen. Wie die Reihenfolge ist, sehen wir täglich im Weltgeschehen. Wer sehen will. Schaut auch auf eure Symbolik, die sich euch zeigen will, täglich in neuen Formen, für das geistige Reifen, für eure Regsamkeit. Lasst es in euch nicht einschlafen. Bleibt wachsam. Alle Zeit, wenn Tiere, Dinge, Menschen, Sachen euch ganz speziell etwas mitteilen, dann werdet gewahr dessen, haltet inne und verweilt darin, bis sich für euch eine Lösung ergibt. Denn alles, das ist nur für euch. Von den geistigen oder wesenhaften Helfern liebevoll hingestellt auf den Weg, damit euch noch rechtzeitig geholfen werde. Nur wer Angst hat, dem zeigen sich die Furien. Sie sind, wie gesagt, dämonischer Art. Lösen sich sofort auf, wenn sie einem starken, guten Menschen gegenüberstehen, weil sie kein eigenes Leben haben. Wenn ihr stark im Lichte steht, kann euch nichts geschehen. Sie sind nur aus dem Willen des Menschen hervorgekommen. Und müssen wieder dort an den Ursprung zurück, also in den angsterfüllten Menschen. Wenn der Mensch besser wird, vor dem müssen die Furien weichen. Die stark erfüllt dem Licht zustrebenden Menschen haben nichts zu befürchten. Es geht bald los. Die Reinigung, die Befreiung der lichten Menschen. Wachet und betet. Ein Vortrag von Immanuel Markus Bösch, 17. Februar 2024.